Liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier meine Beweggründe für die Kandidatur zur Bundestagswahl 2017 darlegen kann. Mein Name ist Diana Tietze, ich bin 47 Jahre jung. Nach dem Abitur 1988 begann ich ein Lehrerstudium in der Fachrichtung Russisch-Geografie. Später studierte ich klinische Psychologie. Inzwischen bin ich seit 16 Jahren selbstständig, arbeite als psychologische Beraterin für soziale Einrichtungen und Unternehmen. Ich werde in meiner Arbeit täglich mit den Sorgen, mit den Ängsten, aber auch mit den Erfolgen in unserem Brandenburg konfrontiert. Beim Träger Freier Jugendhilfespiegel erlebe ich die Auswirkungen des Systems hautnah. Kinder und Jugendliche spiegeln wider, wie weh, Ignoranz und vor allem soziale Ausgrenzung tun können. Meine Arbeit in einer Clearingstelle zeigt mir, dass die Integration von Flüchtlingen nicht nur funktionieren kann, sondern dass sie unser Leben auf vielfältige Art bereichert. Ja, und nicht zuletzt vereinen sich meine Gespräche mit den Unternehmern in unserem Brandenburg zu einer Botschaft: Der Mittelstand muss gestärkt werden. Leistung wird auch immer noch von Menschen erbracht. Wo aber sind denn in unserem Land, wie überall, Achtsamkeit, Wertschätzung, Menschlichkeit? Sie sind meine Arbeitsinstrumente. Auch deshalb trat ich nach jahrelangem sozialpolitischem Engagement im Juli 2014 in die Partei Die Linke ein und wurde noch im gleichen Jahr Mitglied des Vorstandes Oberspreewald-Lausitz. Kurz darauf übernahm ich das Amt der Kreisgeschäftsführerin. Ja, und in diesem Land wurde ich zur Landessprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Sozial Gesund gewählt. Eine echte Herzensangelegenheit. Danke. Besonders aber genieße ich die Teilnahme am Bundeslehrgang Politische Bildung unserer Partei. Dass ich das alles so machen kann, verdanke ich nicht zuletzt meiner Familie, meinen Kindern, die beide erwachsen sind, ihren eigenen Weg gehen, aber mich dennoch fleißig unterstützen, und meinem Mann, der mir seit Jahren den Rücken frei hält, einfach immer jederzeit für mich da ist. Doch genug zu meiner Person, viel wichtiger ist es mir, gemeinsam mit euch unsere Partei Die Linke noch stärker zu machen. Mein Arbeitsfeld ist das Thema Gesundheit, auch in der Politik. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit als Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens. Der Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustandes ist ein Grundrecht jedes Menschen. Auch die Bundesregierung definiert Gesundheit so. Auf der Weltgesundheitskonferenz 2013 hat sie dem Statement zugestimmt, dass die Lebensbedingungen in einem Land so verändert werden müssen und damit auch in unserem Land, dass sie den bestmöglichen Gesundheitszustand gewährleisten. Und ich frage euch, liebe Genossinnen und Genossen, wo geht dies vonstatten? In unserem Land eher nicht. Kinder sind ein Indikator für den Zustand einer Gesellschaft. Mehr als 10% unserer Minderjährigen leiden an einer psychischen Erkrankung, Tendenz steigend. Laut der Krankenkasse Barmer GEK erhalten heute 40% mehr Kinder Psychopharmaka als noch 2005. Psychopharmaka statt Fürsorge, das muss aufhören, unbedingt. Denken wir an deren Eltern, die sogenannte mittlere Generation. Einkommen, Beruf und Bildung bestimmen maßgebend Gesundheit. Nach einer aktuellen Studie des Robert-Koch-Instituts ist das Risiko, an Krebs zu erkranken, für Menschen, die sozial ausgegrenzt sind, um das Vierfache erhöht. Wir brauchen eine Gesundheitsreform, die Gesundheit fördert für jeden, und zwar unabhängig von seiner sozialen Stellung. Nicht Geldbeutel und Form der Krankenkasse sollten über Medikament und Behandlung entscheiden, sondern ausschließlich die Diagnose. Eine Depression ist eine Depression, und ich habe nie gelernt, bei einem Arbeitslosengeld II-Bezieher anders zu diagnostizieren als bei einem Unternehmer. Krankenkassen erwarten aber genau das. Aus diesem Grund werde ich auch nicht aufhören, gegen diese Zweiklassenmedizin zu kämpfen. Ich sage hier an der Stelle von ganzem Herzen Stichwort Bürgerversicherung.
Und nicht nur das, wichtig ist es mir, noch wesentlich mehr für die Rechte von Patientinnen und Patienten einzutreten. Wer schon einmal von einer schweren Krankheit betroffen war, der weiß, wie unfrei Krankheit macht. Patienten aber müssen Ärzten, Therapeuten und Institutionen vertrauen, werden nicht selten zum Spielball von Macht, Geld und Verantwortlichkeiten. Schützt sich der Patient in seinem Persönlichkeitsrecht, heißt es sehr schnell, unterschreiben Sie, dass Sie die Behandlung so und so nicht wollen. Alles zum Schutz des Rechts, dem des Arztes und des Krankenhauses. Wer aber schützt die Patienten? Ich werde das auf alle Fälle tun. Eine Gesundheitsreform muss eine Reform für die Patienten sein. Unsere Gesellschaft wird auch immer älter. Doch Altern ist zu einem Armutsrisiko geworden und somit noch mehr zu einem Gesundheitsrisiko. Wird ein Familienmitglied zum Pflegefall, breitet sich das Armutsrisiko sehr schnell familiär aus. Das bedeutet für den Pflegenden nicht selten neben der eigenen persönlichen Belastung und dem eigenen Gesundheitsrisiko, dass er seine Arbeit aufgeben muss. Bei Pflegestufe 2 erhält dieser dann zum Beispiel ein monatliches Pflegegeld von 458 Euro. Für die stationäre Pflege bezahlen die Krankenkassen 1.800 Euro und bitten noch dazu die Angehörigen zur Kasse. Trotzdem lassen die Qualitätsstandards in vielen Pflegeeinrichtungen sehr zu wünschen übrig. Nennen möchte ich hier nur die permanente Überlastung des auf ein Minimum reduzierten Personals und die billig statt gesund Essensversorgung. Das ist natürlich dem Profitstreben privater Träger geschuldet. Profit durch Reduktion der Lebensqualität hilfsbedürftiger Menschen. Dieser Albtraum muss aufhören, und zwar am besten sofort. Pflege gehört in die öffentliche Hand. Seit Jahren kämpfe ich für Menschen, denen die Kraft fehlt, es selbst zu tun, helfe ihnen, ihre eigenen Stärken wieder zu entdecken, erstreite bei Behörden Chancen, die ihnen per Gesetz zustehen. Für Jugendliche und für Menschen, die sich beruflich orientieren müssen, habe ich ein inzwischen anerkanntes Testverfahren entwickelt, nachdem passend zur Persönlichkeit die richtige Berufswahl getroffen werden kann und nicht passend zur Statistik. Abbrüche kosten nicht nur Geld und Lebenszeit, sie erschweren jeden Neustart und vor allen Dingen hindern sie an sozialer Integration. Sie entwerten. Gestattet mir ein Beispiel. Vor 2,5 Jahren lernte ich eine alleinerziehende Mutti kennen. Ich nenne sie hier mal Yvonne. Ich stehe unter Schweigepflicht. Ja, sie war damals 24, ihre Tochter 2. Kennengelernt habe ich sie als ängstliche, introvertierte junge Frau, die ja optisch und sprachlich alle sehr auf Distanz hielt, frisch getrennt von ihrem etwas gewalttätigen Freund. Ja, es gab vom Jobcenter, kann ich hier auch sagen, Jobcenter Lübbenau, die Empfehlung, sie könne sich ja noch 1-2 Kinder anschaffen, dann sei sie die nächsten Jahre versorgt. Eine Ausbildung bekäme sie nicht, mache ja eh keinen Sinn. Sowas weckt bei mir den Kampfgeist pur. Ja, wir fingen dann an, ein Stückchen zu kämpfen. Neben dem Selbstwertaufbau gingen viele Wege zum Zahnarzt, in die Kleider kam er, zum Jugendamt, zur Familienhilfe schlechthin und auch zum Jobcenter. Nach 3 vom Jobcenter vermittelten, ja, katastrophalen Praktika wagten wir dann einfach den Schritt in eine andere Liga. Die Testung ergab, dass sie eigentlich für Verwaltung, Steuern und solche Sachen sehr geeignet sei. Und ich organisierte dann trotz aller Widerstände ein Praktikum bei einem Rechtsanwalt. Und ich kann sagen, mit ganz viel Stolz auch, heute lernt Yvonne im 2. Lehrjahr Rechtsanwaltsgehilfin und meistert ihr Leben selbstbewusst. Es ist für mich nicht neu. Es ist für mich nicht neu, aktiv zu verändern. Das mache ich seit Jahren. Neu ist es nur für mich, jetzt darüber zu reden. Okay. In unserem Parteiprogramm heißt es, die Linke will, dass jeder Mensch ein selbstbestimmtes Leben in Würde und sozialer Sicherheit führen, sein Recht auf Arbeit, auf Bildung und Kultur wahrnehmen kann und nicht diskriminiert oder ausgegrenzt wird. Mehr Auftrag brauche ich nicht. Dieser Auftrag ist größer und wichtiger in der heutigen Zeit als je zuvor, denn der Rechtsruck auf der ganzen Welt ist ein Weckruf, ein Ruf nach Veränderung. Wir müssen diesen Ruf ernst nehmen, hervorgebracht aus Unzufriedenheit und Frust, verstehen ihn als Hilferuf für mehr Menschlichkeit, für echte soziale Gerechtigkeit, für ein selbstbestimmtes Leben schlechthin.
Wir, die Linke, wir können das leisten. Wir sprechen eine deutliche Sprache, die Sprache echter Demokratie und echter sozialer Gerechtigkeit. Aber wir müssen sie noch viel lauter sprechen. Gebt mir deshalb die Chance, besonders das für jene zu tun, für diese zu sprechen, die wegen Alter, Krankheit oder Behinderung ausgegrenzt sind, die nicht gehört werden. Und gebt uns gemeinsam die Chance, nachhaltig zu verändern. Danke für die Aufmerksamkeit.